Da sind wir wieder und haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt hier knallharte Analyse betreiben. Bevor wir zu einem Fazit kommen, was alles an Star Wars Sachen so rauskommen ist, vorher noch eine Sache, es sind nämlich jetzt gerade neue Bilder oder jetzt vor kurzem sind neue Bilder zu, oder die ersten Bilder zu Rogue One, dem Spin-Off erschienen. Die Dreharbeiten haben begonnen. Philipp hat eben gerade kurz in der Pause nochmal gesagt, dass er gar keine Ahnung hatte davon, dass es irgendwie ein Spin-Off gibt, aber du hast eine sehr positive Meinung darüber, ne? Nee, ich wusste nicht, dass die Geschichte allein zum Beispiel, ich wusste, dass es irgendwelche Obi-Wan Kenobi Spin-Offs oder nicht mal Boba Fett Spin-Offs geben sollte. Ich habe überhaupt kein Problem mit Spin-Offs, ich finde es total geil, sieht auch cool aus übrigens. Wenn jedes Jahr oder meinetwegen auch halbjährlich ein neuer Star Wars Film kommt, der so ein bisschen, wo man auch Regisseuren, ist das jetzt irgendwie eine Protestaktion wegen der Flüchtlingsgeschichte Planking oder sowas? Stormtrooper. Aber ich finde, man kann das von mir aus gerne. Ja, es soll so ein bisschen in die Richtung Kriegsfilm gehen und halt also so eine Söldnertruppe beschreiben oder so eine Spezialistentruppe, die halt die Pläne des Todessterns organisiert. Für den ersten, also für New Hope. Ich finde das total, was ich an der ganzen Sache hochinteressant finde, ist, dass da jetzt Leute dran sitzen, also Regisseure, die im Prinzip alle ausgewiesene Star Wars-Fans sind, die natürlich auch mitgekriegt haben, was die Kritiken an den Prequels sind und so. Und es wird ganz spannend zu sehen sein, natürlich, was macht J.J. Abrams aus einem Star Wars, was macht ein Gareth Edwards aus einem Star Wars. Also all diese Leute, die jetzt diese Franchises, egal ob Spin-Offs oder weiteren Teile übernehmen, ich glaube sogar die Dreharbeiten am Episode 8 haben auch schon begonnen. Das ist total interessant zu sehen, was die daraus machen, ja, und das birgt eine Menge Potenzial für geile Filme. Es kann natürlich auch totaler Schrott werden, aber Universum an sich bietet natürlich schon genug. Ich frage mich diese On-Location-Geschichten, die wir gerade gesehen haben und Props und so, ob vielleicht Star Wars und wenn das gut läuft, ähnlich wie 3D-Filme oder so, dass die Leute wieder zurückgehen, weg von sehr viel. Eine Renaissance, ne? Ja, eine Renaissance von, dass das wieder, weil man sieht ja immer in Empire und so hinten drin so komische Schulen, wo die so Special Effects, wo ich denke, eigentlich müsstet ihr da anstatt so Leute, die da irgendwie mit Pinsel an so ein Monster rumbasteln, müsstet ihr heutzutage eigentlich nur noch so einen Computer da abbilden. So da, das ist dein Job. Und ich fände es geil, wenn das so ein bisschen wegweisend wäre. Ich hoffe auch. Also ich hoffe, es wird wieder eine neue Form von, ja, Zusammenspiel. Symbiose müsste es sein. Ja, so, also eine neue Form der Symbiose aus computergenerierten Tricks und halt handgemachten Arbeiten. So. Das wäre meine Hoffnung auf jeden Fall für die neuen Star Wars Filme. Ja, sind wir uns einig, Spielzeug irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber alles andere. Es war Lichtschwert, kurze Frage, du hast vorhin gesagt, im Lichtschwert. Mein Sohn hat ein Lichtschwert, ist jetzt kaputt gegangen, auch mit Sound. Ich bin ganz froh, dass es kaputt gegangen ist. Aber die Lichtschwerte gehen alle so konisch, weil man sie ja eben so rausziehen oder so raus. Ich bin dann immer derjenige, der es rausschütteln muss. Gibt es nicht auch ein Lichtschwert, was echt so aus Glas ist? Ja. Es gibt ganz viele unterschiedliche Lichtschwerte. Und es gibt die teuersten Varianten, sind die, das ist nicht Glas, weil dann wird es ja sofort kaputt gehen. Das ist so sehr hartes Plastik im Prinzip. Aber die sind schon quasi draußen. Und die machen auch die schwimmen mit. Und wenn du die aufeinander triffst, dann auch die Originalgeräusche. Das sind so die Cosplayer und so. Quanta Costa? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, ein paar hundert Euro. Oh, shit. Okay. 100, also, wenn mein Sohn das jetzt sieht, schminkst dir ab, Sam. Also, die sind schon, da gibt es schon die geilsten Sachen, aber naja, so wie wir alle aufs Hoverboard warten, warte ich immer noch auf eins, wo du drauf drückst. Hast du den neuen Film gesehen? Mit diesem Skatepark, wo man dann erst am Ende auf der Seite sieht, dass der ganze Magnet, so ein Magnetpark ist. Renault oder so war das, ja, ne? Ja, aber war gut gemacht. Ja, war super gemacht, aber ich habe mir schon gedacht, es kann nicht sein, wenn du selber skatest, weißt du, dass ein Unterschied ist zwischen Skateboard und einem Brett, was in alle Richtungen rutschen kann, weil sie ja auch Kurven fahren und das kannst du ja auf dem Hoverboard, hat ja keinen, naja, egal. Naja. Anderes Thema, Entschuldigung. So, Freunde, jetzt haben wir noch die Wahl. Wollen wir ein bisschen über Narcos reden? Eine Serie, die wir alle drei jetzt irgendwie zumindest mal angefangen oder schon gesehen haben. Oder wollen wir uns den Rest des schönen Abends mit ein paar Trailern vergnügen? Ich habe auf beides Bock. Ich auch. Wir können ja mal den Trailer von Narcos gucken. Oh, der ist so gut. Haben wir den? Der ist so gut. Ah gut, der läuft sowieso. Ja, dann ist Quatsch. Plato Opalomo. Aber der läuft ja eh jede Sekunde im Fernsehen. Bei uns auf läuft YouTube überall oder so als Werbung. Ja, dann brauchen wir. Naja, auf Twitch läuft ja nur Fear the Walking Dead, ne? Ja. Jedes Mal, wenn ich einschalte. Aber 17 Mal hintereinander. Okay, lass uns kurz über Narcos reden. Vielleicht schaffen wir es ja noch einen Trailer zu gucken. Ja. Das Ding ist, bei Narcos ist die Story im Prinzip von Pablo Escobar, dem Drogenbaron Kolumbiens, der in den 80er Jahren zu unfassbarem Reichtum gekommen ist
Und ja, eine Story, die man schon häufiger gesehen hat in Hollywood, die aus verschiedenen Blickwinkeln immer mal wieder verfilmt wurde. Blow fällt einem da ein. Oder mit, jetzt halt auch Johnny vor kurzem Depp. Escobar. Genau, Escobar mit Benicio del Toro. Also ganz oft schon das Thema wurde aufgeschnappt, aber noch nie in der Form, in Serienform, produziert von José Padilla, den man vielleicht kennt als Regisseur und Produzent von Tropa de Elite. Sehr geile Action- Drama, brasilianische Action-Drama-Filmreihe. Ich rede nicht auf. Zwei Teile. Es gibt genau zwei Teile. Unter anderem mit Wagner Moura in der Hauptrolle, wo er einen Polizisten spielt, der in den Favelas in Brasilien aufräumt. Und hier spielt er aber Pablo Escobar. Und ich habe gelesen, beziehungsweise Michael Petrescu, unser Programmchef, hat mir das geschickt, dass der Spanisch lernen musste für die Rolle als Pablo Escobar, was mich verwundert, weil er ist Brasilianer und ich dachte eigentlich... Portugiesisch sprechen die. Ja, die sprechen Portugiesisch, aber da musst du nicht extra noch Spanisch, das ist doch sehr eng beieinander. Nee. Wahrscheinlich Portugiesisch ist das Österreichisch, das Lateinamerika. So, die also haben eher eine Dialektsache. Nee, Portugiesisch ist echt eine andere Sprache. Geh mal nach Portugal, geh mal nach Spanien. Ja? Gut. Also er musste auf jeden Fall Spanisch lernen für die Rolle. Lustig, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich habe gedacht, der ist doch eigentlich Brasilianer, warum kann der das so gut? Macht er super. Er macht er sehr gut. Also ich muss sagen, Wagner Moura ist auf jeden Fall ein Highlight der Serie. Daneben hier Prinz Oberin spielt einen Polizisten, der zusammen mit einem amerikanischen DEA-Beamten versucht, Escobar zur Strecke zu bringen. So viel kann man schon mal sagen. Und ja, den finde ich auch ziemlich cool. Und dann aber ansonsten die gesamte Ausstattung. Und auch so der Einblick und dann auch mal die, sag ich mal, ungeschönten Methoden, die da dargestellt werden. Es ist einfach irgendwie faszinierend. Ich finde, von der ersten Folge an war ich echt elektrisiert und wollte nur noch mehr sehen. Wir haben uns halt einen Serienmontag jetzt quasi einberaumt. Und wir gucken uns jetzt jeden Montag zwei Folgen an, was es ein bisschen schwierig macht, ja, weil ich eigentlich schon liebend gern weitersehen möchte. Ich wollte ja mitmachen und bei mir war das Problem, dass ich halt krank war und dann auch parallel, als sie sich getroffen haben, die ersten zwei Folgen geguckt habe und als sie dann aufgehört haben, habe ich aber weitergeguckt. Bist du durchgeguckt? Nee, ich bin noch nicht ganz durch, bin jetzt gleich bei Folge 7 und 8. Man kann sagen, Narcos fängt relativ ruhig an. Also viele kritisieren auch, dass irgendwie in den ersten paar Folgen irgendwie zu wenig passiert, was ich persönlich ich habe Kritikpunkte, aber die kann ich gleich bringen. Aber ich kann sagen, ab der Hälfte zieht dann auch die Story ziemlich krass an, weil dann eben einfach auch, das basiert ja auch alles auf wahren Begebenheiten, also ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber das natürlich, wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass irgendwann die US-Regierung sich eingeschaltet hat in der Jagd auf Pablo Escobar. Es gibt auch ein Buch von Michael Bowden, Killing Pablo. Ja. Das ist der Typ, der auch, wie heißt das, wo der Hubschrauber abstürzt? Black Hawk Down. Black Hawk Down geschrieben hat, das Buch. Der hat das Buch Killing Pablo geschrieben, was, glaube ich, schon seit zehn Jahren verfilmt werden sollte, aber noch nie passiert ist. Und also, dass da so eine richtige Hetzjagd, weil der zu mächtig geworden ist und zu krass und der quasi Kolumbien und Amerika den Krieg erklärt hat und tatsächlich das auch in einer gewissen Weise durchsetzen konnte, weil er so viel Geld hatte, dass das wirklich ab der Hälfte anzieht. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich kann nur sagen, bleibt dran, ist für mich echt eine der geilsten Serien der letzten Jahre. Ja. Aber auch total geiles Thema. Ich mag das Thema, ich mag es, weil es so Scorsese-mäßig ist. Ja. Auch, weißt du, du hast einen Sprecher aus dem Off, ist immer schön. Und wenn du dann so Montagen hast, wie irgendwie so kistenweise das Koks verschleppt wird, da bin ich immer für zu haben. Aber wenn ich Kritik sage, dann heißt es, ich liebe das Ding, ich hoffe, dass es noch 10 weitere Seasons bekommt und sie alle Drogenmärkte der Welt abdecken mit dem Format. Aber Pablo Escobar, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, die Serie macht was sehr schön, im Gegensatz zu anderen Serien, dass sie nämlich, wenn ein Politiker im Fernsehen interviewt wird, in der Serie gar nicht der Schauspieler zu sehen ist, sondern das Original-Footage. Und dasselbe haben sie mit Pablo Escobar, dass wenn irgendwelche Fahndungsfotos, dann wird einfach das Originalfoto. Und ich finde, der Pablo Escobar, ja, der sieht so lieb aus. Ja. Am Anfang, der Hauptdarsteller, also der Escobar-Typ, der, ich habe jetzt gerade Wagner Moura. Genau, den ich ja sehr mag, auch wegen Tropa der Elite. Der spielt ihn schon sehr, er hat ein sehr eingefrorenes Gesicht und ich finde das Sympathische von diesem, allein dieses Stück, wo der Pablo Escobar auf diesem Motorrad sitzt, das Ron Jeremy, denke ich immer. Ron Jeremy, warum haben sie nicht Ron Jeremy genommen? Und die zweite Kritik, und das ist auch auf sehr hohem Niveau, ist, dass mal wieder man schwer das Zeitgefühl schafft zu übermitteln, weil wenn du die Serie, die erste Season fertig guckt hast, ist das, glaube ich, ein Ablauf von 9 Jahren
Und da, wenn sie schon einen Sprecher aus dem Off benutzen, dann können sie auch mal einfach so, so ich glaube, das machen sie mal, aber öfter mal sagen, so 2 Jahre nichts passiert oder mal wieder ein Datum einblenden. Vor allem, weil die Serie auch springt. Du siehst ja, glaube ich, in den ersten 2 Folgen siehst du ja eine ich sage jetzt mal, Exekution ja. von jemand, der ja in dem Verlauf der Serie immer wieder auftaucht und für Pablo genau. Sachen erledigt und so, ja. Da finde ich, da haben sie auch nicht so ganz. Also genau. das ist manchmal etwas verwirrend, aber das ist, wie du sagst, also wirklich. Das darf das man ja, mit der Anfangsszene, dieses Foreshadowing, das ist okay. Aber ich finde, man, wenn man die Season fertig gehört und man hört dann, oh, das ist 9 Jahre später, ich hätte es auf 1 Jahr oder so geschätzt. und das, aber ich find's toll und ich finde auch übrigens, kann man generell mal reden, dass Netflix es schafft, auch solche Serien, weil gerade so eine ja. Dings, wo man denkt, ah, ja, das ist ja so Bezahlgeschichte, dass sie es schaffen, die ganzen Free-TV-Serien, die wir uns gar nicht angucken, der ganze CSI-Rotz, Entschuldigung, diese Monster of the Week-Geschichten, ja. Dass sie mehrere, also dass sie House of Cards und dann dieses eine mit Mendelsohn, das mir auch sehr gut gefallen Peaky hat. Peaky Blinders? Nee, wo die da in diese Familie und dieses schwarze Schaf und auf den Shameless? Bahamas Keys. Bloodlines. Bloodline. Ach das, Bloodline. Solche ja. Sachen, die einfach, wo man sagen kann, zumindest Handwerk ist nicht so ein billig Dreck, sondern es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ich finde, Netflix mausert sich langsam echt zu so einem neuen HBO. Ja, also, dass sie richtig geile Serien produzieren mit guten Schauspielern, mit guten Themen und Plots und so. Also Narcos auf jeden Fall eine absolute ja. Empfehlung ja. von uns dreien. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Werbung machen für ein Buch, was ich gerade lese von Roberto Savioni, der Gomorra auch geschrieben hat, das Buch, worauf der Film und die Serie auch basiert. Das heißt 000 und es ist quasi die Geschichte des Koks sozusagen, auch mit Pablo Escobar und auch mit den mexikanischen Kartellen und so. Sehr interessant, weil man sieht, und es ist schon auf den ersten Seiten wird es erklärt, was für eine Macht, dass diese Kartelle haben im Prinzip den modernen Kapitalismus begründet, in der Art und Weise, wie sie Vertrieb geregelt haben, wie sie sich zusammengeschlossen haben, um maximale Profite zu erzeugen, Handelsrouten erschlossen haben. Und bis heute, weil es gibt ja immer noch sehr viel Koks in der Welt und es muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, Narcos, auch wenn Pablo Escobar nicht mehr lebt, irgendwo gibt es immer noch die Plantagen, es gibt immer noch die Kartelle, es gibt immer noch die Vertriebswege, es gibt immer, also all das, was man bei Narcos sieht, was jetzt 30 Jahre her ist, die Geschichte, die da erzählt wird, ist immer noch top aktuell, weil ja, Koks landet in jeder Ecke der Welt. Ja. Marihuana, was hauptsächlich aus Mexiko kommt, landet in jeder Ecke der Welt. Jede Protestbewegung, jede Party, irgendwo muss es herkommen. Ja? Ja. Und es wird nicht alles beim Hippie eures Vertrauens auf dem Balkon hergestellt, sondern es gibt Vertriebswege, die aus Südamerika in die ganze Welt gehen. Deshalb finde ich das Thema hochinteressant. 000 heißt das Buch, Roberto Savioni, kann ja. ich nur empfehlen. Und wenn ihr von dem Thema dann immer noch nicht genug habt, gibt es noch momentan im Kino einen Film, der heißt Kill the Messenger. Der beleuchtet die andere Seite des Drogenhandels. Also es wird gesagt, die Hälfte kam von Pablo, die andere Hälfte kam über die Amerikaner selbst. Die unter anderem den Kontrakrieg in Nicaragua mit Drogengeldern finanziert haben. Ist mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Der spielt da so einen Reporter, der quasi aufgedeckt hat, inwieweit die amerikanische Regierung in den Drogenhandel und in die Finanzierung der Contras involviert war. Und es ist kein allzu anspannender Film oder Actionfeuerwerk oder sonst irgendwas, aber so ein richtig schöner, kleiner Politthriller, den man sich auch mal geben kann. Also kann ich auch nur empfehlen. Es ist ein ruhiger Film. Und aber Sicario von Dennis Villeneuve. Und Sicario von Dennis Villeneuve, der kommt nächste Woche, der hat auch mit dem Thema zu tun, aber da reden wir nächste Woche drüber. Aber wo du es gerade sagst, das ist was ich noch vermisst habe bei Narcos, dass die amerikanische, also Cocaine Cowboys und so, wenn man sowas gesehen hat, dass ich dachte, warum kostet euch auch weniger in Miami zu drehen. Warum nicht auch noch die Geschichte? Ihr könntet mehr eure Charaktere aufbauen ja. und noch ein paar Seasons. Vielleicht kommt das. Ja, ich meine, ich hoffe es auch. Cocaine Cowboys, wo du es jetzt sagst, ne? Ich meine, über diese, wie heißt die, Marcos, über die will ich auch nochmal einen Film sehen. Oder sie machen ja eine zweite Season. Ja. Und so viel gibt die Geschichte nicht mehr her, um Pablo Escobar, um da noch eine ganz komplette. Von daher gehe ich fest davon aus, dass sie auch noch die ganze mexikanische und was weiß ich was. Ja. Und dann vielleicht auch mal Amsterdam. Warum nicht? Die sind ja auch mit im Geschäft. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich keine Zeit mehr, nee. Oder? Ein Trailer. Ach, ein Trailer geht noch. Gucken wir uns jetzt doch mal den Dschungelbuch-Trailer an. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Den habe ich auch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Live-Action, ne? Mowgli! Zart, echt hart. Ich muss mich auch gleich danach 10 Minuten unterhalten, bitte. Are you alone out here? Joe Hansen. What are you doing so deep in the jungle?
Voll düster. Warte mal ab, ey. Krasse Bilder. Poor sweet little girl. Bagheera! Aber nicht Bagheera, Louis. Louis, du Scheiße. Let go of your fear now. Das ist Bagheera. Ja, das ist Shikam. And trust in me. Habe ich schon wieder beim zweiten Mal gucken, die Size Matters Problem mit der einen Hand, die da rauskommt. Die Pranke? Ja, die war einfach zu groß. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ganz schön düstere Action-Variante vom Dschungelbuch. Voll. Aber es ist immer noch Disney. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu hart wird. Ich komme da nicht bei euch automatisch auf Fragen. Unterhält er sich mit den Bären? Sprechen die? Oder mit Sicherheit. Ist hoffentlich. Ja, aber das nimmt den Trailer, der Flair vom Trailer ist nämlich so düster, als wenn dann der Bär auf einmal mit ihm spricht, nimmt es auf einmal viel weg. Und ich höre bei dem Trailer schon wieder ordentlich die Festplatten surren im Hintergrund. Wegen CGI oder was? Ja, naja, aber gut. Ich glaube, wenn das gut gemacht ist bei diesem Affenfilm, Planet der Affen, bin ich auch irgendwann drin gewesen und hab überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Besser so, als wie ich mit meiner Mutter mal ins Dschungelbuch gegangen bin und es war eine Realverfilmung, es war so richtig schlechter Film und wir dachten, wir würden in den Zeichentrickfilm gehen und die enttäuschten Gesichter. Ich bin gespannt, ob gesungen wird. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das da war so, das zeigt, das ist das höchste der Gefühle, dass der so ein bisschen... Hast du Paddington gesehen? Nee. Bei Paddington hat es mich auch nicht mehr gestört, dass der Bär irgendwie spricht. Also dementsprechend, ich bin guter Dinge. Vorsichtig optimistisch. Ich auch. So, damit, Philipp, vielen, vielen Dank. Wie, kein Trailer mehr? Wir sind am Ende. Die bringen uns um. Die hacken uns sowieso schon immer ab. Ja, ich weiß. Ja? Direkt danach, Zelluleute, Grüße auch an Carsten, Khalil, Memo und muss man kurz noch Werbung machen. Direkt danach auf YouTube, ja, Zelluleute. Kann man ja wirklich sagen, Zelluleute, wo habt ihr aber auch eine Website mittlerweile? Ja, haben wir schon von Anfang an, aber die ist halt Zelluleute. Übrigens, Zelluleute, ich glaube, das ist auch echt mal so Zellu, C-E-L-L-U und dann Leute eben wie Menschen. Und das war mal so eine wahnsinns schöpferische Idee von mir und jedes Mal muss ich auch eingeblendet da unten Zelluleute. Ah, ja, guck mal. Und direkt danach eben auf YouTube habe ich gerade angefangen. Das werde ich, da ich so viel ins Kino gehe und es schnell produzierbar ist, wird es schnell anwachsen. Sauber. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, Philipp. Ich finde es cool. Danke, Eddie. Und bis bald, würde ich sagen. Und gerne wieder. Bis demnächst. Tschüss.